Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Heute mal im Schnelldurchgang, da ich aus Zeitgründen nicht ganz so viel Zeit habe. Es tut mir leid, ab morgen dann wieder ganz normal. Die alte Länge bekannt, 25 bis 30 Minuten. Und das ist Pilz-Dealer-Event. Wie man schon sieht, das heißt, dass man bekommt mehr Pilze bei der Alu-Machen und so weiter. Und leider kein, also das normale Pilz-Event über die Taverne und nicht über den Pilz-Dealer. Das darf man nicht verwechseln. Und wir starten mit Server 22. Dort gehen wir mal auf die Arena und greifen mal den Burning Dark an. Übrigens nochmal Dankeschön. Oh, ich habe verloren. Oh mein Gott. Für alle, die so fleißig gestern mitgemacht haben beim Livestream, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schmeißen wir das mal ins Klo. Krieger mit Glück und Int brauchen wir auf keinen Fall. Schauen wir mal in den Waffenladen, ob wir was Tolles, Neues hier haben. Nein. Wie lange halten überhaupt noch meine Tränke? Bis zum 4.2. und 14.1. Also das passt noch. Und bis zum 17.12. Okay, das muss ich bald hier erneuern. Denn da gibt es bald was Besseres. Beziehungsweise da brauche ich was Neues. Und wir haben gestern übrigens fast den Gegner geschafft. Deswegen gehen wir mal auf den Dungeon und versuchen im Turm mal die Fee. Die haben wir nämlich fast geschlagen. Wir versuchen das nochmal. Es war richtig knapp. Ja. Er hat so etwas abgezogen. Der noch weniger. Okay, es wird schon, wie man sieht. Aber ich will jetzt nicht unnötig noch Pilze verschwenden. Aber in der nächsten Zeit, also in den nächsten Tagen, wird die Fee auf jeden Fall fallen. Alu ist übrigens schon fertig. Es ist ja schon spät am Abend. Das heißt, die Alu ist fertig. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich das Ganze etwas schneller machen muss heute. Weiter mit Server 23. Da habe ich ein paar Pilze gekauft. Und die Gilde blinkt. Ja. Machen wir mal einen Arena-Kampf. Okay, haben wir schon gemacht. Die Alu ist hier auch durch. Also, ich habe Pilze gekauft, wie gesagt. Musste ja, ich hatte ja keine mehr. Übrigens, Dankeschön an alle, die mir Pilze angeboten haben. Aber ich weiß echt nicht, ob ich das annehmen soll. Das ist echt zu viel und muss ich mir noch überlegen. Aber Dankeschön, die mir das alle angeboten haben. Finde ich richtig klasse von euch. Super Community, weiter so. Wir gehen mal in den Dungeon und können nun eigentlich hier was versuchen. Zum Beispiel, wir könnten erstmal skillen. Das Dumme ist bei mir, ich habe so eine behinderte Waffe noch. Also die ist richtig scheiße von der Spanne her. Die ist schon etwas älter. Wir können erstmal aufs Klo gehen und vielleicht dieses Epic reinschmeißen hier. Wenn ich es auswählen könnte. So. Nochmal auf die Toilette. Und zwar kann ich das ja problemlos reinschmeißen. Denn es bleibt ja alle Attribute. Alle Attribute kommen zu alle Attribute. Ist ja klar. So haben wir uns wieder ein Epic hinzugefügt in unsere Toilette. Genauso wie das. Okay, da haben wir jetzt wieder das Problem. Wenn wir es reinschmeißen, kann das passieren, dass es nicht mehr für Magier ist, wahrscheinlich. Also wird sich das dort nicht lohnen. Im Waffenladen habe ich auch schon geguckt. Ich habe übrigens einen Trank noch besorgt. Einen Int-Trank und einen Ausdauertrank habe ich gefunden. Der hält auch noch nur hier bis zum 10.12. Das heißt, die Tränke muss ich bald wieder auffrischen. Deswegen werden bald wieder ein paar Pilze leider verschwinden. Und den Stab kann ich eigentlich verkaufen. Der ist Crap. Aber wir können erstmal versuchen im Dungeon. Nein, noch nicht. Wir müssen skillen. Skillen nicht vergessen. Oh, da kam der Sound von. Oh mein Gott. Moment. TeamSpeak beendet. Tut mir leid für diese Kleinigkeit hier, aber ich habe vergessen, TeamSpeak auszumachen. So schnell kann das gehen. Wir wollten in den Dungeon gehen und zwar ein paar Tries versuchen, vielleicht bei der kranke Baum. Dort haben wir 10 von 10, das heißt, der letzte gibt ja zu 100% ein Epic und ich habe schon wieder vergessen zu skillen, weil das TS mich abgelenkt hat. Was können wir denn skillen? Wir müssen ein bisschen Int-Skillen, ein bisschen Ausdauer und schon haben wir kein Gold mehr. Dungeon. Du musst jetzt fallen. Du musst jetzt fallen. Nein, du willst nicht fallen. Lass mich bitte mal anfangen. Darf ich am Anfang? Dankeschön. Und verdammt. Vielleicht haben wir genauso viel Glück wie gestern. Das heißt nur Glücksepics. Ah. Eigentlich müsste er fallen und ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Aber er will nicht, dass ich anfange. Ja! Und ein Epic, jawohl. Eine schöne Brille. Das ist gar nicht mal so schlecht, das Epic. Hat sehr viel Rüstung und alle Attribute. Das ist gut. Das nehmen wir. Jetzt haben wir eine Styler-Brille. Yeah. Styler 3D-Brille. Das Farbenblenden. Auf jeden Fall. Der nächste, schaffen wir den auch noch? Ah, der könnte auch noch drin sein. Das ist ein Stärke-Gegner. Ich habe wesentlich mehr Hauptattribute, aber ich muss anfangen und er darf nicht so hart critten. Oh, 17.610 HP noch. Ja, da ist er down. Jawohl. Und Stufe 119. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Wir haben den letzten Dungeon auch schon freigeschaltet. Das ist ein. Der ist Stufe 142. Oh, sehr knapp. Wieder sehr knapp. Wieder sehr knapp. Ja, und jawohl, das epische Toilettenpapier der Überlegenheit. Jawohl, ein neues Epic für die Toilette natürlich. Denn das brauchen wir auf keinen Fall. 625 Glück gibt so ein Ding. Alter. Genau wie gestern, nur Glücksepics auf jeden Fall.
Was ist das für ein Typ hier? Der ist Stufe 152, der ist schon etwas stärker. Der nächste ist Stufe 146, der könnte fallen und der fällt ohne Probleme. Ich habe ja gesagt, sobald wir Pilze haben, werden Dungeons fallen. 120 bin ich schon. Der nächste ist 148. Das ist schon wieder eine Hausnummer auf jeden Fall. Und der fällt auch. Was ist denn hier los? Ja, so schnell geht das hier, Leute. So schnell fallen die Dungeons. Schaffen wir letzten auch noch, damit wir das hier clearen. Oh, der hat 3240 Stärke. Das ist viel. Das ist viel. Den werden wir nicht schaffen. Vielleicht noch das schwarze Ding hier. 2600. Der könnte noch fallen. Und der fällt auch noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So schnell haut man die Dungeons weg. Der hat schon wieder 2,9. Das ist schon wieder eine Nuss, eine harte. Aber wenn ich anfange, könnte er fallen. Wenn ich anfange. Oh nein. Nein, der kann fallen. Ich könnte jetzt noch ein paar Pilze reinhauen. Will ich jetzt aber nicht. Ich muss mir erstmal als nächstes eine Waffe erblättern. Das werde ich dann bald machen. Und dann wird dieser Dungeon auf jeden Fall fallen. Und vielleicht auch bald der Vulkangeist. Und dann bekommen wir wieder zu 100% ein Epic. Und dann haben wir schon 7 von 9 Dungeons zum Anfang hier gereinigt. Ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Arena-Kampf geht wieder? Nein. Machen wir weiter mit Server 8, United States. Dort können wir einen Arena-Kampf machen, natürlich. Hier ja nur die 100 Alu. Was habe ich hier für Items noch? Ach ja, ich habe den Stab, ich habe einen neuen gefunden. Genau, ich kann noch ein bisschen skillen. Oder schauen wir erstmal in den Waffenladen, ob wir was Neues, Tolles haben, was wir gebrauchen können. 71 Int, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das nehme ich doch mal mit. Ja, das nehmen wir. Das kann weg. Das kann auch weg und das kann auch weg. Im Zauberladen haben wir hier was Tolles. Oh, ein Int-Trank. Sehr schön. Ein großer Int-Trank. Oh, ein sehr großes Update hier. 59 und noch ein größeres. Verdammt, ich habe nicht so viel Gold. 132 brauche ich hierfür. Vielleicht, wenn ich das verkaufe, reicht immer noch nicht. Und ich habe die Alu fertig. Also dieses Item brauche ich auch noch. Das ist ein sehr großes Update. Vielleicht, wenn wir einen Dungeon schaffen. Und zwar diesen hier. Der gibt uns zu so 100% ein Epic. Und er fängt an und er haut uns doch schon böse weg. Also der ist schon mal nicht drin. Und ich will eigentlich die Pilze behalten, da ich in 20 Stunden meinen Mount verlängern muss. Also werde ich hier erstmal keine Pilze mehr versuchen. Ich muss noch irgendwie im Waffenladen das zusammenbekommen. Vielleicht durch Arena-Kämpfe. Mal schauen, ob ich das schaffe. Damit wir uns noch dieses schöne Teil hier kaufen können. Ja, dann ist das Ganze so auch drin. Server 8 machen wir weiter mit Server 2, United Kingdom. Und hier einen schönen Arena-Kampf mal eben. Jawohl. Ist down. Wie man sieht, der Spiegel füllt sich so langsam aber sicher. Wie gesagt, 100 Alu hier auch nur. Schauen wir mal in den Waffenladen, ob wir was Tolles, Neues haben. 155, nein. 164. Ist besser, aber zu wenig Rüstung. Zu wenig Rüstung gefällt mir nicht. Ausdauer brauchen wir nicht. Haben wir noch einen Trank drin? Ausdauertrank haben wir noch. Und wir haben keinen Mount mehr, sehe ich gerade. Das heißt, das muss ich verlängern. Und ich habe nur 23 Pilze. Ah, da werde ich dann gleich mal beim Pilzdealer, beziehungsweise bei den kostenlosen Pilzen zuschlagen, damit ich 25 Pilze bekomme, damit das drin ist. Ja, kaufen wir uns den Trank, den schlucken wir nochmal, wie Schluckin, runter und machen noch einen Dungeon. Der Oktopus, der müsste ja wohl jetzt fallen, aber erst skillen wir noch. Skillen in Stärke rein und Oktopus, willst du fallen? 102 ist der, oh, das ist eine harte Nuss. Eigentlich müsste der Gremlin als nächstes fallen. Ein Schwärmer für den Gremlin. Und er will immer noch nicht fallen. Er will einfach nicht fallen. Egal, ich werde mir dann über den Pilzdealer neue Pilze besorgen. Hier, wie gesagt, auch nur 100 Alu. Und wie gesagt, nochmal am Ende jetzt von diesem Video. Ja, es ist schon vorbei. Wirklich nur 8 Minuten. Oh, es tut mir leid. Ich bin wirklich, ich muss sofort weg. Deswegen schnelle Aufnahme, damit ich es noch hochbekomme hier, beziehungsweise hochladen kann. Und ab morgen dann natürlich wieder ausführlich oder spätestens Montag, weil morgen ist auch wieder so ein Termin, wo ich nicht so viel Zeit habe. Spätestens dann Montag werden auf jeden Fall die längeren Folgen wieder kommen. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.